Ja, servus Freunde und herzlich willkommen. Beim letzten Mal. Da haben wir mitbekommen, wie Rainerle im Wald saß und Mimi gemacht hat. Ne, er wurde aus dem Hotel geworfen und musste dann erstmal hier ein bisschen seinen Monolog wieder ablassen. Und ich glaube, Rainer hat immer noch nicht genug gehabt, weil ich habe das Video noch nicht gesehen, aber nach dem Titel zu urteilen, soll das nun immer so weitergehen. Glaube ich, es geht weiter mit dem Monolog und mit dem Mimimi. Aber ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns das einfach mal an. Wir schauen das Ganze beim ehrenhaften Spiegelort 18, Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Los geht's. Every day I see familiar faces, stupid haters, no real matters. I'm a banging so I can read the chat. Undefeated, undefeated. Give me like some boys and YouTube money. Shift worker, busy rendering the new Dragon Monday. Don't disturb me, touching my glowing spear. Ah, also man muss sagen, beim Spiegelort, jedes Intro ist einfach. Ist wie der Kuss eines Engels. Einfach wundervoll. Einfach wundervoll. Ja. Gerade sowas, ne, wo Rainer dann so die Tränchen runterkommen. Also jedes Video, wo Rainer weint, das ist für mich absoluter Genuss. Und jetzt gucken wir uns den Moskopi an. Wisst ihr, er braucht, meines Erachtens nach braucht er gar nichts, gar nicht mal was zu sagen. Es reicht schon, wenn er diese ekelhafte Grimasse macht, ne? Mit Augenbrauen hochziehen und dann so dieses ekelhafte Lächeln. Das reicht schon für mich, um mit einem Baseballschläger einfach mal, ne, so zu streicheln und dann zack, 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 zack. Ne, streicheln halt, ne? Und der Zucker geht rein. Und das Karies wird gefüttert. Metal, Leute, Servus und ein Igitt. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Rainer. Jetzt habe ich mir Energy Drink ins Gesicht geschmiert. Also, Metal, Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute werde ich mal ein bisschen Sachen auf anderen Plattformen tun. Zack, 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 zack. Schön das Gesicht streicheln, ne? Mit so einem richtigen. Ich weiß nicht, ob aus Holz oder aus Metall. Aber es wird ein Baseballschläger sein. Schön streicheln, Leute. Schön streicheln, ne? Ich muss mal schauen, was ich da so noch hochlade. Ich habe da ein paar Stories geschrieben, die ich da als Fan-Only-Posts mache. Und ja, aus Fans-Only, ne, Leute? Also, Leute sollen für seinen Schund bezahlen. Für sein ekelhaftes Zeug sollen die Leute bezahlen. Und ich habe es ja gesagt, Rainer braucht anscheinend wirklich Geld. Halt wirklich Geld. Unfassbarer Trottel. Ein paar andere Sachen muss ich noch überlegen, wie ich das genau anstelle alles. Ich weiß, im Moment kommt wirklich, wirklich wenig. Ich kann momentan leider nicht streamen. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn ich Videos hochlade oder Sachen mache. Wenn man mich irgendwo wieder findet, jetzt ist wieder ein ganzes Hotel in Probleme geraten wegen diesem mistigen Idioten. Und die Beleidigung geht weiter.
Und ich sag's hier noch einmal, ich verstehe nicht, warum die Regierung nichts gegen diese Menschen unternimmt. Das sind geplante und aktive, vor allem aggressive Straftaten, die da. Nein, Rainer, nichts davon ist geplant. Nichts davon ist geplant. Niemand hat gewusst, dass du in Nürnberg bist. Man hat dich per Zufall einfach mal so durch die Fußgängergasse wongeln sehen. Ja, keiner hat gesagt, oh, wisst ihr was, wir wissen, wo Rainer ist. Los, Zugriff. Man hat dich einfach gesehen, wie du durch Nürnberg wongelst und man hat dich einfach verfolgt zum Hotel und das ist die ganze Geschichte, Rainer. Nichts geplant. Begangen werden. Es werden tausende von Pizzas zu einem Hotel bestellt, es werden tausende von anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen, die eben nie bezahlt werden. Das ist alles etwas, was der Wirtschaft schadet. Dazu kommt, dass die ganzen... Fang nett an, Rainer, ey, fang nett an. Es war dir auch vollkommen egal, dass die Polizei 15 Mal zu dir hochfahren musste und es war dir auch egal, als bei dem Schanzenfest das USK anrücken musste. Mal davon abgesehen, dass das vollkommen, na gut, nee, nicht vollkommen unnötig, aber ich hätte gesagt, dass die meisten eigentlich beim Schanzenfest relativ friedlich waren. Also ich meine, bis auf die Idioten, die halt dann diesen Buschbrand da gelegt haben aufgrund von Feuerwerkskörpern. Ja, aber man muss wiederum fragen, warum kommen denn die Leute? Warum kommen 600, 800 Menschen in ein 40, 50 Seelendorf wegen einem Idioten, der sie alle provoziert, alle beleidigt? So. Dich sollte man einfach hinter Gittern stecken, ey. Leute, das Leben von Menschen zerstören, nicht nur mein eigenes. Rainer, du hast das ganz allein geschafft. Sondern auch das von meiner Freundin oder von meiner Ex-Freundin, die Sachen von... Ja, aber Rainer, du hast sie ja reingezogen, ne? Also, du weißt, wie Code Me das funktioniert, du weißt das. Die Leben von den Hotelbesitzern, beziehungsweise von den Hotelmitarbeitern, sei es im Excelsior Hotel in Nürnberg, sei es in dem... Motel One in der Gruppe, wo ich übrigens komplett, ne, das habe ich schon erzählt, wo ich jetzt komplett auf der schwarzen Liste sitze. Schlaue Leute. Dann das Ibis Hotel, in dem ich heute, beziehungsweise in dem ich die letzten Tage war. Und jetzt noch alles andere. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie das sein kann. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass man mich so angreift. Das kann ich verstehen, wie das ist, dass man mich so brutal niedermacht. Und Rainer, das liegt darin, dass du ein ekelhafter Mensch bist, du hast einen ekelhaften Charakter, du provozierst die Leute, du beleidigst sie, du beleidigst und provozierst Tausende von Menschen tagtäglich. Das ist der Grund. Ich kann auch nicht verstehen, dass das vom Staat nicht anderweitig behandelt wird. Es gibt immer mehr Leute, die zu mir sagen, dass sich das zu einer absolut kranken Aktion entwickelt und immer noch Leute nicht verstehen können, dass der Staat da nicht eingreift. Ja, Rainer, das sind die Leute, die einfach generell nicht verstehen, was hier los ist. Die sehen dich und glauben, du bist ein Mobbingopfer. Fun Fact, du bist kein Mobbingopfer. Du bist auf eine Art und Weise ein Opfer, ja, aber das hat nichts mit Mobbing zu tun. Und ich habe das auch wieder unter meinen Videos gesehen, wo Leute einfach sagen, ja, ich finde schon mies, dass der Joker hier den Drachenlord fertig macht. Der Drachenlord macht doch eigentlich gar nichts, sein Leben ist halt kaputt und so weiter. Und die Kritiker oder die Hater machen das alles noch viel schlimmer. Für alle, die das hier sehen, für alle, die keine Ahnung haben von Rainers Vorgeschichte, die keine Ahnung haben vom Game, die wirklich keine Ahnung haben, was davor alles passiert ist. Leute, informiert euch, was dieser Kerl in den letzten Jahren alles angerichtet hat. Was er gesagt hat, was er getan hat. Jeder andere normale Mensch wäre schon längst im Knast wegen dieser Taten. Schon längst. Und das sind Dinge, die haben mit uns nichts zu tun. Die rühren einfach nur von seiner eigenen Dummheit her. Das hat mit uns nichts zu tun. Ich plane momentan einen Umzug. Ja, ich bin ja momentan nirgendwo eingezogen. Ich plane momentan einen Umzug in ein anderes Land. Ach, Rainer, bitte.
Ja, also für die, die es nicht wissen, Rainer wird nach Madeira umziehen. Auf jeden Fall. Ob ich irgendwie in die Art und Weise weiterkomme, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich plane momentan in viele Richtungen. Ich rede momentan mit meinem Netzwerk. Ich rede momentan. Genau, sein Netzwerk. Oh mein Gott, das war ja auch noch etwas. Meine Güte, es ist gerade so viel los. Genau, Rainer ist ja in einem Netzwerk. Jedenfalls sagt er das. Und dieses Netzwerk wird ja als heißt BBTV, also BBTV, ne? Und ich sag's mal so, dieses Netzwerk hat nicht unbedingt den besten Ruf, soweit ich das mitbekommen habe. So wie es aussieht, nutzen die halt die YouTuber, die bei ihnen halt unter Vertrag stehen, oder die Influencer, die halt da bei ihnen unter Vertrag stehen oder halt im Netzwerk drin sind. Die werden halt, wie es aussieht, ziemlich ausgenutzt. Und zwar nämlich so, dass halt je nach Dauer, wo die mit denen zusammenarbeiten, dass die Influencer, die bei denen eingeschrieben sind, irgendwann bis zu 50% ihrer Einnahmen an die abgeben müssen. Also ziemlich krass. Aber wenn Rainer da drin ist und halt so sein Geld wegwerfen will, bitte. Kann ja nur besser werden, oder? Mit verschiedenen Aktionen. Ich überlege irgendwie, ja, ich will eigentlich mit meiner ganzen Story irgendwie an die Öffentlichkeit gehen, weil mir das alles auf die Nerven geht. Rainer, deine ganze Story ist schon in der Öffentlichkeit. Für diejenigen, die es interessiert, Drachenchronik. Ja? Hier unter einem Video werde ich das nochmal verlinken. Könnt ihr alle schauen. Auch für die meinen, dieser Kerl ist ein Mobbing-Opfer. Für alle, die glauben wirklich, dass Rainer Winkler ein Mobbing-Opfer ist. Für die sage ich, guckt euch die Drachenchronik an und geht mal bis zum allerersten Eintrag. Und dann will ich, oder geht zu der Einzige und schaut euch mal die gesamte Lebensgeschichte dieses Dullis an. Und dann werdet ihr euch einfach mal irgendwann hoffentlich fragen, warum hört er nicht einfach auf? Warum macht er weiter? Warum tut er diese Dinge? Stellt euch mal diese Fragen und dann werdet ihr sehen, dass dieser Trottel kein Interesse daran hat, sein Leben zum Besseren zu verändern. Ja, er will nur provozieren, er will einfach Geld, er will alles Mögliche, aber gar nichts dafür tun. Das ist die Geschichte von Rainer Winkler. Ich meine, ich bin ja in der Öffentlichkeit so gesehen, nur obwohl ich eine solche Reichweite habe, ist es einfach so, dass die Regierung schaut dabei zu. Und das kann man anders nicht mehr sagen nach so langer Zeit. Rainer, die Regierung in unserem Land hat deutlich, deutlich bessere Dinge zu tun, als sich um einen verfetteten, faulen, Möchtegern-YouTuber zu kümmern. Die schaut dabei zu und viele Aktionen, die hier gemacht werden und so weiter, sind einfach total daneben. Oh. Ja. Ich habe gerade auch was im Hintergrund gehört. Und jetzt kommt das. Ich verstehe nicht ganz. Ja, die Maske aufsetzen. Ah, das hat schon was von Kissenwurf, oder? Das hat schon wirklich was von Kissenwurf. Aber ich glaube, da ist wirklich jemand im Raum. Also da scheint wirklich tatsächlich jemand im Raum zu sein. Mann, ich verstehe nicht ganz, wie das Ganze weitergehen soll. Und ganz ehrlich, ich finde, dass die Regierung da irgendwas unternehmen sollte und definitiv muss da irgendwas passieren, weil so kann das nicht weitergehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein und tschüss. Tschö. Ja, das habe ich auch gesehen, wo es auch wieder Spekulationen gab. Nämlich, wo ist Rainer momentan, dass er jetzt so dämlich grinsen musste? Manche haben gesagt, dass er tatsächlich noch bei, dass er tatsächlich bei Mona ist. Könnte sein. Es könnte tatsächlich sein, dass die. Also es gab ja die Vermutung, dass er und Mona so getan hätten, als hätten sie Schluss gemacht, damit Rainer heimlich bei ihr einziehen könnte.
auch jetzt wieder dieses utopische Gelaber von, er will umziehen in ein anderes Land. Macht keinen Sinn. Ne? Es macht absolut keinen Sinn. Rainer war in Italien. Oh, Italien hat ihm nicht gefallen. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Aber natürlich werden dann wieder hier Spekulationen gefällt und die Leute klicken da drauf, weil die glauben, oh mein Gott, er wird umziehen und so weiter und so weiter. Diesem Typen muss man einfach zack, zack, zack. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem. Und von mir ein herzliches Tschüss.